Das nächste Thema, meine Damen und Herren, geht jetzt in die Sozialpolitik. Es geht um die Sanktionen bei Hartz IV. Ein Antrag der Linksfraktion, die hier fordert, die Sanktionen im Hartz-IV-System und die Leistungsbeschränkungen bei der Sozialhilfe abzuschaffen. Das ist auch kein ganz neues Thema, aber natürlich eins, das durchaus seine Berechtigung hat. Darüber wird jetzt hier debattiert in einer Länge von rund 40 Minuten. Erste Rednerin ist jetzt gleich Katja Kipping. Sie ist nicht nur die Parteivorsitzende, sondern innerhalb der Fraktion auch die sozialpolitische Sprecherin der Linken. Zügig. Das Wochenende naht. So, also können wir das auflösen jetzt hier, liebe Kollegen. Könnten Sie bitte den Plenarsaal verlassen, falls Sie nicht hier bleiben wollen? Ansonsten setzen Sie sich bitte hin. Frau Kollegin Dött, soll ich jetzt alle einzeln aufrufen? So. Dann erteile ich jetzt das Wort der Kollegin Katja Kipping. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie viele Linke stehe ich, auch ich, früh morgens regelmäßig vorm Jobcenter, um Kaffee auszuschenken und um mit Hartz-IV-Betroffenen ins Gespräch zu bekommen. Früh morgens vorm Jobcenter, da sind der Druck und der Frust, den sich diese Menschen ausgeliefert fühlen, allgegenwärtig. Die einen berichten, wie das Geld nicht reicht. Die anderen ärgern sich, dass sie keine ordentlichen Arbeitsangebote vermittelt bekommen, nichts Dauerhaftes. Und andere fühlen sich einfach nur ausgeliefert, abgewertet. Und immer wieder stelle ich fest, nicht nur die direkt Sanktionierten leiden darunter. Allein die Möglichkeit, dass das ohnehin schon niedrige Arbeitslosengeld II noch gekürzt werden kann, wirkt wie ein Damoklesschwert. Deswegen beantragt DIE LINKE heute erneut die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktion. Bei der Grundsicherung handelt es sich schließlich nicht um ein Almosen, das gewährt wird oder eben auch mal nicht. Vielmehr handelt es sich um ein Grundrecht, und Grundrechte kürzt man nicht. Doch nicht nur auf Seiten der Leistungsbeziehenden ist Druck zu spüren. Auch die Sachbearbeiterinnen auf der anderen Seite des Tisches stehen unter Druck, unter enormem Einsparungsdruck. Und für den ist das zuständige Sozialministerium verantwortlich. Infolge dieses Druckes werden sogar Sanktionen verhängt, die selbst nach der strengen Gesetzeslage nicht haltbar sind. Wir haben nachgefragt. Im letzten Jahr waren fast 40% aller Klagen und aller Widersprüche gegen Hartz-IV-Sanktionen erfolgreich. Das heißt, Menschen wurde rechtswidrig das ohnehin niedrige Arbeitslosengeld II gekürzt. Wir reden hier von Menschen, die kein finanzielles Polster haben, um sowas mal einfach so abzufedern. Allein diese hohe Fehlerquote ist doch ein klarer Appell. Schaffen Sie endlich diese Hartz-IV-Sanktionen ab. Wir Linke sind gegen alle Sanktionen. Aber es gibt besonders üble Sanktionsformen. Die harten Sanktionen für die unter 25-Jährigen und die Sanktionierung der Kosten der Unterkunft. Wenn die Kosten der Unterkunft gekürzt werden und die Betroffenen dann ihre Unterkunft verlieren, dann ist doch klar, was dabei herauskommt. Obdachlosigkeit, das kann man doch nicht wollen. Ja, ich habe mich gefreut, dass einige von der SPD geklatscht haben, denn das waren die Worte Ihres Redners, und zwar von Herrn Bartke im Oktober 2015 hier in diesem Saal. Er hat sie wiedererkannt. Umso beschämender ist aber, was in dem 28-seitigen schwarz-roten Sondierungspapier zu Hartz IV drinsteht, nämlich nichts.
Keinerlei Erhöhung des Regelsatzes, keine Abmilderung der Sanktionen, auch nicht bei der Sanktionierung der Kosten der Unterkunft. Ganz offensichtlich ist der SPD-Spitze, sind der SPD-Spitze die Hartz-IV-Betroffenen egal. Das Hartz-IV-Unrecht wird zementiert. Liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, das dürfen Sie Ihrem Verhandlungsteam nicht durchgehen lassen. Wehren Sie sich, setzen Sie ein Zeichen gegen die soziale Ignoranz gegenüber den Millionen Hartz-IV-Betroffenen in diesem Land. Von Seiten der Regierungsfraktion kommt immer das gleiche Abwehrargument, man müsse ja auch an die arbeitenden Menschen denken. Ja, hören Sie auf, den erwerbsarbeitenden Menschen einzureden, ihnen würde es besser gehen, wenn es den Hartz-IV-Betroffenen schlechter geht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Androhung von Sanktionen wirkt disziplinierend. Menschen sind eher bereit, schlechte Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen. Und deswegen ist Hartz IV auch ein Angriff auf die Arbeitsstandards. Und auch deswegen gehört es abgeschafft. Ich komme zum Schluss. Ja, solange Menschen unter Hartz-IV-Sanktionen leiden, so lange werden wir für deren Abschaffung kämpfen. Ich kann Ihnen versichern, ich werde nicht Ruhe geben, bis wir die Hartz-IV-Sanktionen abgeschafft haben. Denn Hartz-IV ist ein Angriff auf die Menschenwürde, und dieser Angriff muss gestoppt werden. Und im Übrigen bin ich der Meinung, Hartz-IV ist generell zu ersetzen durch gute Arbeit und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro. Vielen Dank. Für die CDU, Katja Kipping war das, die hier vorgetragen hat, warum diese Sanktionen im Hartz-IV-Bereich nach ihrer Meinung abgeschafft gehören. Weiter geht es mit Matthias Zimmer, CDU, CSU. Meine Damen und Herren, das Thema Sanktionen, Hartz-IV ist ein parlamentarischer Dauerbrenner, den Die Linke auch heute wieder, Frau Kipping, meistens damit begründet, dass er gegen die Grundrechte verstößt. Ich will vielleicht einige grundsätzliche Ausführungen mal zu dem Thema Grundrechte und Menschenrechte machen, um sozusagen unsere Haltung zu präzisieren. Menschenrechte sind vorstaatliche Rechte. Für diese Erkenntnis muss ich kein Vertragstheoretiker sein oder in dieser Tradition stehen. Das ergibt sich schon durch einen Blick in unsere Verfassung. Zuerst kommen die Menschenrechte, dann die Ausführungen zu den staatlichen Organen. Der Staat erhält seine Legitimation am Schutz der Menschenrechte. Wenn ich allerdings darüber nachdenke, was in einem vorstaatlichen Zustand überhaupt Rechte begründet, dann kann es nur eine Antwort geben. Die Tatsache, dass es Pflichten gibt, vornehmlich die Pflicht, die Rechte anderer zu achten, als Voraussetzung dafür, dass auch meine Rechte geachtet werden. Rechte und Pflichten sind also untrennbar miteinander verknüpft, aufeinander bezogen. Ohne Pflichten keine Rechte. Der Philosoph Ottfried Höffe spricht in diesem Zusammenhang von einem transzendentalen Tausch, der aus der wechselseitigen Anerkennung der Menschenrechte als rechtsmoralischer Anspruch entsteht. Reziprozität ist ein Schlüsselelement dieses Kerns der Menschenrechte, freilich. Die Menschenrechte haben noch einen zusätzlichen Aspekt. Sie gelten auch dort, wo keine Reziprozität geleistet werden kann. Wenn wir diesen Gedanken weiterführen und auf das staatliche Handeln übertragen, dann ergibt sich daraus, der Staat schützt die Rechte der Menschen, die sie im vorstaatlichen Zustand haben, und zwar sowohl die, die durch den rechtsmoralischen Anspruch des Tausches zustande gekommen sind, als auch diese, bei denen wir Reziprozität nicht erwarten können. Konkreter formuliert, ist eine Person nicht handlungsfähig, verliert sie auch nicht ihre Menschenrechte. Bei unserer Debatte ist die Lage freilich diese. Der Hilfeempfänger nach SGB II ist nach unserem Verständnis zur Reziprozität in der Lage. Den Ansprüchen, den er gegenüber der Gemeinschaft als Rechte geltend machen kann, entsprechen Pflichten aus dem ursprünglichen, dem rechtsmoralisch begründeten Tauschverhältnis. Verstoße ich gegen diese Pflichten, hebe ich selbst den engen Zusammenhang von Rechten und Pflichten auf. Die Pflicht zur Hilfeleistung erlischt aus meiner Sicht durch einen Verzicht. Herr Kollege, ich würde gerne zu Ende führen. Das ist der Kern der Debatte, den wir heute führen. Kann ich Rechte geltend machen und gleichzeitig die damit einhergehenden Pflichten außer Kraft setzen? Wir meinen nein.
Wir meinen nein, denn damit wird ein Grundprinzip der Menschenrechte im Kern berührt, nämlich das der geschuldeten Reziprozität dort, wo sie geleistet werden kann. Den Bezug von Leistungen nach SGB II sanktionsfrei zu stellen, heißt damit, ein schon naturrechtlich begründetes wechselseitiges Bedingungsverhältnis zugunsten der Rechte zu suspendieren. Ich fürchte, dass eine solche Forderung nicht nur die Idee der Menschenrechte selbst beschädigt, sondern vor allem die Voraussetzungen gesellschaftlicher Solidarität untergräbt. Überdies entspricht ein Menschenbild, das nur Rechte, aber keine Pflichten kennt, nicht dem meinen. Es wäre ironischerweise ein Menschenbild, das in einem beinahe darwinistischen Individualismus endet, den nicht einmal die Erben des politischen Liberalismus vertreten. Dies aber, meine Damen und Herren, müssen die Erben der postsozialistischen Tradition mit sich selbst abmachen. Matthias Zimmer war das für die Unionsfraktion. Nach ihm Michael Gerdes, SPD. Nee, jetzt kommt zunächst eine Kurzintervention aus der Linksfraktion. Hätte jeder hier in diesem Raum gewusst, dass Sie an einer Universität Hochschullehrer sind. Ich komme aus einem schlichten Sozialgericht im östlichen Nordrhein-Westfalen. Und es schnürt mir etwas die Kehle zu, wie Sie über dieses menschliche Problem reden. Wenn Sie einmal sich vergegenwärtigen, ich habe nachgeschaut, Sie sind Vater von Kindern. Mit jeder Sanktion treffen Sie auch Kinder. Machen Sie sich das eigentlich klar? Das Dritte, würden Sie mit mir zusammen einfach mal eine Verhandlung oder einen Verhandlungstag am Sozialgericht in Berlin besuchen und am Ende mit mir diskutieren über das menschliche Elend, das Sie da sehen? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Einladung annehmen. Eine Kurzintervention von Friedrich Strettmanns war das. Angesprochene Abgeordnete Matthias Zimmer verzichtet auf die Antwort. Insofern geht es jetzt Herr weiter Präsident, in der Debatte. Michael Gerdes, SPD. Liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun ein Professor geredet hat, redet jetzt ein Bergmann zu Ihnen, ein Kind des Ruhrgebiets. Der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit bleibt für uns Arbeitsmarktpolitiker wohl die schwerste Aufgabe überhaupt. Was hilft Menschen, um den Weg raus aus dem ALG-II-Bezug zu finden? Welche Maßnahmen bzw. Sanktionen verschlimmern ihre Lebenssituation womöglich? Und seit Abgeordneter des Reviers, wo Arbeitslosigkeit ein sichtbares Problem ist, kenne ich das eine oder andere Schicksal sehr genau. Der Gang zum Jobcenter ist keinesfalls leicht. So manche Sanktion verstärkt die persönliche Situation und wird als vorschnell oder gar respektlos empfunden. Dennoch tue ich mich schwer mit der generellen Abschaffung von Sanktionen. Was wir überprüfen müssen, sind Art und Umfang von Sanktionen. Und sie sollten meiner Meinung nach abgemildert werden. Worum geht es unterm Strich? Es ist das Signal, dass jeder Betroffene auch einen Teil zur Verbesserung der eigenen Situation beitragen muss und sich nicht ausnahmslos auf die Solidargemeinschaft verlässt. Es geht um Rechte und Pflichten, sowie auch das eigene Bemühen. Und nicht darum, Erwerbslose unter Generalverdacht zu stellen, wie es uns die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag unterstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten in der vergangenen Wahlperiode eine sehr ausführliche Anhörung zum Thema Sanktionen bei Hartz IV. Dabei gab es gute Argumente für die Beibehaltung von Sanktionen, aber auch für ihre Abschaffung. Die SPD-Fraktion hätte gerne bei den unter 25-Jährigen gehandelt. Schärfere Sanktionen für junge Erwerbslose sind nicht hinnehmbar. Und auch die Sanktionierung von Leistungen für Kosten der Unterkunft lehnen wir ab. Wir wollen keine Existenzen vernichten, sondern Chancen geben. Und dabei ist Diplomatie gefragt. Schließlich ist die Lebenslage aus Sicht der Leistungsbezieher schlimm genug. Erst ist der Job weg, dann wird das Geld weniger, der soziale Status bröckelt. Und wir alle wissen, dass lange Erwerbslosigkeit oft auch weitere Probleme mit sich bringt, wie zum Beispiel Suchterkrankungen. Und notwendig sind dort individuelle Hilfen. Ohne finanzielle Unterstützung und passgenaue Beratung kann keine und keiner diese Negativspirale durchbrechen. Das hat auch was mit den Rahmenbedingungen in den Jobcentern und deren personeller und finanzieller Ausstattung zu tun. Hier wollen wir zulegen, sodass diese individuelle Unterstützung auch geleistet werden kann und eine hohe Beratungsqualität dauerhaft sichergestellt wird.
So stärken wir die Interessen und Rechte der Arbeitslosen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Tatsache, dass in den vergangenen Jahren ca. 3% der ALG-II-Bezieher von Sanktionen betroffen waren, sollten wir dieses Thema in unseren Debatten auch nicht überreizen, sondern lieber konkrete Wege aus der Arbeitslosigkeit finden. Die Förderung von Beschäftigten und von Betroffenen muss deutlich mehr Gewicht haben als restriktive Maßnahmen. In diesem Punkt verweise ich auf das Sondierungspapier von Union und SPD. Kommt es zur Neuauflage der Großen Koalition, wird das erfolgreiche, erprobte Modellprojekt für Langzeitarbeitslosigkeit oder Arbeitslose soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt in ganz Deutschland angeboten. Und damit bekommen ca. 150.000 Langzeitarbeitslose die Chance auf eine öffentlich geförderte Beschäftigung. Arbeit zu haben, für sich selbst sorgen zu können, das ist eine Frage der Würde. Mit öffentlich geförderter Beschäftigung geben wir Langzeitarbeitslosen nachhaltige Perspektiven. Und neben dem sozialen Arbeitsmarkt gehört die Qualifizierung in den Fokus. Hauptursache für Arbeitslosigkeit sind fehlende Schulabschlüsse und nicht abgeschlossene Berufsausbildung. Diese Tatsache wird sich noch verschärfen, wenn wir nicht handeln. Präventive Maßnahmen wie die Schulsozialarbeit, Jugendberufsagenturen oder ausbildungsbegleitende Hilfen sind wichtiger denn je. Herzlichen Dank. Glück auf. Der Kollege Michael Gerdes war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Jörg Schneider, AfD. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf der Tribüne, wer in diesem Land arbeitslos wird, dem hilft diese Gesellschaft. Aber dann hat diese Gesellschaft auch einen Anspruch darauf, wenn sich für denjenigen eine Möglichkeit bietet, von eigener Händearbeit zu leben, dann sollte er diese Chance auch nutzen. Das ist für mich Solidarität. Jetzt weiß ich, Solidarität ist für die Linke etwas anderes. Solidarität heißt für sie leider sehr häufig, der Unternehmer muss bezahlen. Aber Solidarität ist eben halt weit mehr. Solidarität bedeutet, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Funktionieren des Gesamtsystems leistet. Und wer diesen Beitrag nicht erbringt, der wird sanktioniert. Der Steuerhinterzieher wird sanktioniert, der Schwarzarbeiter wird sanktioniert. Und wer eine Möglichkeit, von eigener Hände Arbeit zu leben, abschlägt und stattdessen von Sozialleistungen lebt, der muss eben halt auch sanktioniert werden. Ich weiß, dass es in Deutschland sehr viele Menschen gibt, die von Hartz IV leben und die alles dafür täten, einen Job zu bekommen. Und wir von der Alternative für Deutschland stehen klar an der Seite dieser Menschen. Aber diese Menschen sind bei Ihnen, bei der Linken, schlecht aufgehoben. Denn Ihr Antrag zeigt ganz klar, Sie stehen eher auf der Seite der Menschen, die überhaupt nicht arbeiten wollen. Und Sie schädigen damit unser Sozialsystem und Sie schaden den Menschen, die tatsächlich auf dieses Sozialsystem angewiesen sind. Ich möchte mich jetzt aber gar nicht an der Linken abarbeiten, denn die Verantwortlichen dafür, dass wir überhaupt Sanktionen brauchen, das sind Sie, meine sehr geehrten Kollegen von SPD und CDU und CSU. Es ist nämlich so, dass es sich für viele Menschen in diesem Land schlichtweg nicht lohnt, zu arbeiten. Wenn Sie als Mindestlohnempfänger Vollzeit arbeiten, dann haben Sie am Monatsende Abzüge von 25%. Ein Viertel Ihres Gehaltes wird in Form von Steuern und Sozialabgaben abgezogen. Und das hat zur Folge, wenn Sie einem Hartz-IV-Empfänger einen Job auf dieser Basis anbieten, dann wird er ziemlich schnell feststellen, er hat ja hinterher nicht viel mehr als vorher. Und ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn dann jemand sagt, lieber nicht. Ich weiß nicht, ob Sie bei SPD und Union dafür auch Verständnis haben. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass Sie diese Problematik überhaupt nicht verstanden haben und überhaupt nicht sehen. Denn in Ihren Sondierungspapieren lese ich zu diesem Problem kein einziges Wort. Und es ist nur ein Sondierungspapier, aber trotzdem, denke ich mir, hätten Sie sich da schon mal äußern können. Und ich denke mir, dieses Problem wird Ihnen ganz fürchterlich auf die Füße fallen, wenn, wie die Linke richtig in ihrem Antrag zum Ausdruck bringt, das Bundesverfassungsgericht tatsächlich die Sanktionen für verfassungswidrig erklärt und es sich für viele Menschen einfach nicht lohnt, wie ich eben dargelegt habe, einen Job anzunehmen. Wie wollen Sie dann eigentlich noch in nennenswertem Umfang
Menschen mit niedriger Qualifikation an den Arbeitsmarkt heranführen. Sie werden in ihrer ganzen Konzeptionslosigkeit daran gnadenlos scheitern. Und das finde ich sehr ärgerlich, denn es gibt ja nun Ansätze. Wir könnten zum Beispiel darüber sprechen, dass wir Freibeträge einführen bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Damit könnte man tatsächlich die Aufnahme von Arbeit gerade für Geringqualifizierte attraktiver gestalten. Es gibt diese Ideen, aber diese Ideen gibt es nicht bei der SPD und die gibt es auch nicht bei der Union. Wir von der Alternativen für Deutschland sind gerne bereit, mit Ihnen konstruktiv an entsprechenden Lösungen zu arbeiten. Den Antrag der Linken verstehen wir als einen Einstieg in diese Diskussion. Wir werden deswegen gerne zustimmen der Überweisung Ihres Antrags in den Ausschuss. Aber die Zielsetzung muss sein, wir haben in Deutschland Menschen, die niedrig qualifiziert sind, die von Arbeitslosengeld II leben. Und unser Ziel muss sein, Arbeit muss sich auch endlich wieder für diese Menschen lohnen. Ich danke Ihnen. Jörg Schneider war das für die FDP, für die AfD-Fraktion, so eins nach dem anderen. Jetzt kommt die FDP mit Pascal Kober. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke, Sie wollen mit Ihrem Antrag die Möglichkeit, Sanktionen im Rahmen des SGB II auszusprechen, abschaffen. Sie wollen sich also vom Fordern aus dem Prinzip des Fördern und Forderns verabschieden oder, um es noch mal deutlicher zu sagen, Sie wollen, dass es für den Einzelnen keine Pflicht mehr gibt, an der Überwindung seiner Arbeitslosigkeit nach seinen Möglichkeiten mitzuwirken. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke, das ist nichts anderes als ein Angriff auf das Solidaritätsprinzip unserer Gesellschaft. Jede und jeder in unserer Gesellschaft ist zu wechselseitiger Solidarität mit seinem Nächsten verpflichtet. Und das betrifft natürlich zunächst einmal all diejenigen, die ohne Hilfe durchs Leben gehen können, die einen Arbeitsplatz haben, die gesund sind, die bei Kräften sind. Von ihnen dürfen wir erwarten, dass sie mit ihren Steuern und mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen jene Mittel zur Verfügung stellen, die wir brauchen, um die, die unterstützungsbedürftig sind, zu unterstützen. Und wer von diesen der zu erwartenden Solidarität nicht nachkommt, der wird auch sanktioniert. Wer seine Steuern nicht zahlt, wird sanktioniert. Wer seine Sozialversicherungsbeiträge hinterzieht, der wird sanktioniert. Und dann gibt es diejenigen aus dem Rechtskreis SGB II, die Erwerbslosen. Die sind in zweifacher Hinsicht zu Solidarität verpflichtet. Einmal denjenigen gegenüber, die die Mittel für ihre Unterstützung erwirtschaften, mit ihrer Hände und Köpfe Arbeit, aber sie sind auch zur Solidarität denjenigen verpflichtet, die noch einen noch höheren Unterstützungsbedarf haben und die bei effizienter Mittelverwendung, das heißt bei möglichst kurzer Dauer im Hilfebezug, mehr Mittel zur Verfügung hätten und damit mehr Unterstützung bekommen könnten. Die Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, die wir von Arbeitssuchenden erwarten dürfen, ist, dass sie ihre persönlichen Fähigkeiten und ihre persönlichen Möglichkeiten einsetzen, um dann zusammen mit der ihnen angebotenen Unterstützung möglichst schnell wieder Arbeit zu finden, aus dem Hilfebezug zu kommen. Das ist der Grundgedanke unseres Sozialstaates, dass jede und jeder dazu beiträgt, was aus eigener Kraft möglich ist und dort Unterstützung erhält, wo seine Kräfte nicht ausreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur 3% aller Empfänger von Hartz-IV-Leistungen werden überhaupt sanktioniert. Das heißt zunächst einmal, dass die Anforderungen, die die Jobcenter an die Empfänger von Hartz-IV-Leistungen stellen, von fast allen Hilfeempfängern auch erfüllt werden können und erfüllt werden. Und bevor überhaupt, das muss man auch wissen, eine Sanktion ausgesprochen werden darf, muss ja der Betroffene gehört werden. Und nur wenn keine nachvollziehbaren Gründe für ein Pflichtversäumnis vorliegen, können überhaupt Sanktionen ausgesprochen werden. Und wenn man dann auch noch betrachtet, dass nur gegen 5% der ausgesprochenen Sanktionen überhaupt Widerspruch eingelegt wird, dann zeigt das, dass die weitaus überwiegende Zahl der Betroffenen die gegen sie ausgesprochenen Sanktionen als nachvollziehbar empfindet. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, wenn Sie die Sanktionen im SGB II abschaffen wollen, dann legen Sie nach meinem Verständnis die Axt an das Solidaritätsprinzip in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie
Und wenn Sie von den Beziehern von Hartz IV nichts mehr erwarten, ihnen zum Beispiel nicht zutrauen, Termine beim Jobcenter oder beim Arzt auch wahrzunehmen und einzuhalten, dann zeigt es letztlich, wie klein Sie von diesen Menschen denken und wie klein Sie diese Menschen mit solchen Anträgen machen. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Kipping zu. Kollegin Kipping hat eine Zwischenfrage. Sehr gerne. Ja, werter Kollege Kober, Sie haben darauf hingewiesen, dass nur ein kleiner Teil der Betroffenen Widerspruch einlegt gegen die Sanktionen. Da ich mit mehreren Menschen gesprochen habe, die davon betroffen sind, würde ich gerne meinen Eindruck in einer Frage formulieren. Können Sie sich vorstellen, dass Menschen zum einen aus Unwissenheit, zum anderen aber auch aus Angst, dass wenn Sie jetzt Widerspruch einlegen, man in Zukunft noch schärfer gegen Sie vorgeht und Sie nicht wissen, wenn Sie dann erneut sanktioniert werden, inwieweit Sie diese Zeit überbrücken können, das machen. Und dass die von Ihnen genannte geringe Zahl womöglich nicht ein Ausdruck davon ist, dass das alles so super ist und die Leute das alles richtig empfinden. Können Sie sich das vorstellen, dass auch so etwas mitspielt, die Angst und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, weil man immer am kürzeren Hebel sitzt? Liebe Frau Kollegin Kipping, in Einzelfällen kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Allerdings muss man, glaube ich, wenn man sich die Gesamtstatistik anschaut, sehen, dass ich glaube, die Einspruchsmöglichkeit überwiegend jedenfalls bei den Betroffenen bekannt ist. Wenn man sich die Anzahl der Widersprüche gegen Sanktionen anschaut, dann ist es, glaube ich, erkennbar, dass das nicht das Grundproblem dieses Systems ist. 1 Million Widersprüche gibt es gegen Entscheidungen der Jobcenter pro Jahr. Das heißt, es ist nicht das grundlegende Problem. In Einzelfällen gebe ich Ihnen recht, aber ich glaube auch, dass es eben die Zahl der Klagen und aber auch eben die Zahl der Widersprüche, also dass Sie erkennen lassen, dass das nicht das Grundproblem ist. Wir als Freie Demokraten, wir trauen den Menschen etwas zu. Und deshalb werden wir diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Zu seiner Pascal Kuba war das für die FDP-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Sven Lehmann, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja seit Jahren einen gewissen Mythos in Deutschland, nämlich den selbst erschaffenen Mythos der AfD, sie sei die Partei der kleinen Leute. Ich finde, Sie haben mit Ihrem Auftritt heute vor allem eins gezeigt, nämlich, dass Sie für Menschen, die arm sind und die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, vor allem eins übrig haben, nämlich Verachtung und Abwertung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt zur Sache. Heute stellt das Kinderhilfswerk den Kinderreport für dieses Jahr vor. Und dieser Report beschäftigt sich mit dem Thema Armut. Armut bei Kindern und Familien hat sehr, sehr viele Ursachen. Eine Ursache ist aber leider auch, dass das gesetzlich garantierte Existenzminimum eben nicht für alle garantiert ist. Und ich frage Sie, wie erklären wir eigentlich Kindern, die an Eltern auf Sozialleistungen angewiesen sind, wie erklären wir denen, dass diese Leistungen gekürzt werden, wenn zum Beispiel ihr Vater, der an Depressionen leidet, einen Termin beim Jobcenter versäumt? Denn genau solche Fälle machen 80% aller Sanktionen aus. Wie erklären wir diesen Kindern, dass es sogar passieren kann, dass die Heizung abgestellt wird oder sie aus ihrer Wohnung ausziehen müssen? Ich finde, das können wir diesen Kindern nicht erklären, sondern müssen wir ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Existenzminimum, das sagt der Name bereits, ist ein Existenzminimum und ein Minimum sollte nicht gekürzt werden. Und ich frage Sie auch, wie erklären wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern, dass sie einen großen Teil ihrer Zeit und ihrer Arbeitskraft damit verbringen müssen, Meldeversäumnisse nachzuhalten, Sanktionen zu berechnen, Sanktionen zu verhängen, obwohl sie wissen, dass das den eigentlich kooperativen Charakter des Fallmanagements gefährdet und damit das Klima in den Jobcentern belastet? Selbst viele Leiterinnen und Leiter von Jobcentern sagen mittlerweile sogar sehr offen, wir wollen mehr Zeit und mehr Ressourcen dafür, zu qualifizieren, zu fördern, zu vermitteln und unsere Zeit nicht damit verbringen, Menschen zu kontrollieren. Und ich finde, Sie haben recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sanktionen und Einschränkungen von Leistungen sind kein wirkungsvoller Beitrag, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Das zeigen eigentlich alle Studien. Der Staat nutzt diese Sanktionen vielmehr politisch. Und genau diese Politik hat sehr viel Abstiegsängste bis weit in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Und deswegen sollten wir genau diese Politik korrigieren.
Mit der Agenda 2010 und Hartz IV ist das Fördern und Fordern eingeführt worden. Und diese Balance ist schon längst in einer Schieflage. Immer dann, wenn Sanktionen gegenüber Menschen, die eh schon arm sind, verhängt werden, immer dann treffen diese Sanktionen Menschen dort, wo eigentlich das System versagt. Und deswegen sollten wir darüber sprechen, wie wir Menschen auch in unsicheren Lebenslagen ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit und Teilhabe garantieren können. Wir sollten darüber sprechen, wie wir die Angebote und zur Qualifizierung verbessern. Wir sollten darüber sprechen, wie wir einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen, der auch Menschen mit geringer Qualifikation Chancen und Perspektiven bietet. Und wir sollten ermöglichen, dass Hinzuverdienst nicht bestraft, sondern belohnt wird. Das wäre eine wirkungsvolle und eine würdevolle Sozialpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und apropos Würde, und das ist mein letzter Gedanke. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, wurde eben sehr viel über Grundrechte gesprochen, und der Artikel 1 gehört zu einem Grundrecht, sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem Artikel 1 steht nicht, die Würde der Erwerbstätigen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Würde, die gesetzlich und grundrechtlich garantiert ist, ist sanktionsfrei. Und genau so, nämlich sanktionsfrei, sollte auch die Grundsicherung in Deutschland sein. Ich freue mich sehr auf die Debatte im Ausschuss und hoffe, dass wir endlich bei diesem Thema mal einen richtigen Schritt nach vorne machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sven Lehmann, der sozialpolitische Sprecher der Bündnis Grünen, hier mit seiner ersten Rede. Weiter geht es jetzt mit Jana Schimke, CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen der Linken, ich frage mich manchmal schon, in welcher Welt Sie leben. Es ist nicht wirklich meine Welt und es ist auch nicht die Lebenswirklichkeit und Realität, in der ich unterwegs bin. Ich bin ja oft in den Jobcentern vor Ort. Selbstverständlich. Mit den Mitarbeitern treffe ich mich im geschlossenen Raum, ohne Öffentlichkeit und ohne Presse. Und das, was Sie da erfahren, das ist das, was wirklich vor Ort los ist. Der Arbeitsvermittler wird mehr und mehr zum Sozialarbeiter, weil wir natürlich Menschen unter den Kunden haben, Langzeitarbeitslose haben, die einen hohen, unglaublich hohen Betreuungsbedarf haben. Und auf meine Frage, wer von diesen Menschen, und wir wissen alle, wie schwer es ist, sie in Arbeit zu bringen. Wir arbeiten ja seit vielen Jahren daran. Und auf meine Frage, wie viel von dieser Gruppe tatsächlich auch eigenständig, aktiv nach einer Arbeit sucht, lautete die Antwort leider nur 10%. Und nicht nur das ist ein Argument, warum wir auch Sanktionen brauchen. Wir haben es in diesem Beschäftigtenbereich, im Bereich der Arbeitsagenturen, der Jobcenter, mehr und mehr auch mit Gewalt zu tun. Wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Und man hat sich in meinem Wahlkreis, in dem ich unterwegs bin, nur davon kann ich ja immer auch sprechen hier als Abgeordnete, dazu entschieden, eine härtere Gangart an den Tag zu legen. Und die Sanktionsquote ist bei mir eben nicht nur 3%, wie wir sie in diesen schönen Studien überall nachlesen können. Nein, sie liegt bei uns im SGB-II-Bereich bei 10-15%. Und im SGB-III-Bereich sogar ist sie sogar noch höher. Weil wir offensichtlich in unserer Gesellschaft mitunter die Annahme haben, naja, ich kann mich jetzt mal ein bisschen zur Ruhe setzen. Aber das ist eine fatale Entwicklung, wenn man daran interessiert ist, dass die Menschen in Arbeit kommen, dass sie auch für eine gute Altersvorsorge beispielsweise vorsorgen, dann kommt es eben genau darauf an, wieder schnell in den Job zu kommen und sich eben nicht auszuruhen. Und ich möchte noch etwas sagen. Niemand muss heute mehr arbeitslos sein. Wenn Sie eine qualifizierte Fachkraft sind, dann bekommen Sie von der Arbeitsagentur innerhalb einer Woche, ich gucke auf meinen Zettel, 60 bis 80 Vermittlungsvorschläge. So ist es zumindest bei uns. Und es ist auch unrealistisch, wenn man nach 10 Jahren Arbeitslosigkeit zu seinem Vermittler sagt, ich möchte aber bitte 12 bis 14 Euro Stundenlohn haben. Das ist einfach mal unrealistisch und das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir natürlich auch immer ehrlich sein zu den Menschen, was sie mit ihrem Verhalten letztendlich bewirken und wo tatsächlich auch die Chancen und der richtige Weg liegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sanktionen sind gerechtfertigt. Wir leben in einem Staat, in dem wir dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe folgen. Wir berufen uns auf Leistungen der Solidargemeinschaft. Das, was unsere Leistungsempfänger bekommen, wird von anderen in die Sozialkassen eingezahlt.
Und unsere Aufgabe als Deutscher Bundestag ist es natürlich auch, in Deutschland eine Akzeptanz zu schaffen für diese sozialen Leistungen, dafür einzustehen, dafür einzuzahlen, jeden Monat mit seinem Gehalt. Und wenn wir das machen, was Sie wollen, dann führt das dazu, dass wir uns alle künftig an den Stammtischen wiedersehen und uns die Menschen gegenübertreten und eben kein Verständnis mehr dafür haben, für andere einzutreten, für andere auch Sozialbeiträge zu zahlen. Und noch ein Wort zu Jugendlichen. Gerade bei Jugendlichen ist es wichtig, streng zu sein. Ich weiß nicht, Frau Kipping, wie Sie Ihre Kinder erziehen, aber Konsequenzen und Sanktionen gehören nun mal dazu, gerade bei jungen Menschen. Das ist wichtig. Und es gibt für einen jungen Menschen nichts Schlimmeres, als wenn man ohne Konsequenzen aufwächst, als wenn man ein ganzes Leben lang, auch natürlich geschuldet durch familiäre Umstände, in einem Haushalt im Sozialbezug lebt. Das ist nicht gut. Und auch gerade deswegen müssen wir natürlich auch die entsprechenden Sanktionen an den Tag legen. Arbeit, meine Damen und Herren, ist natürlich auch sinnstiftend. Das sage ich immer wieder in diesem Haus. Ich bin davon fest überzeugt. Und wenn jemand eine Tätigkeit ausübt, in dem die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind, dann gibt unser gesetzliches Regelwerk auch alle Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es gibt also keinen Grund, Sanktionen aufzugeben. Ich bin der Auffassung, dass wir über ein sehr, sehr gutes Arbeitsvermittlungsinstrument und System in Deutschland verfügen. Was wir brauchen, ist mehr Personal in den Jobcentern, um eben auch das Missverhältnis von mehr als der Hälfte der Arbeit, die ein Mitarbeiter dort leistet, an Widerspruchsbearbeitung, ja, an Auseinandersetzung mit den Gerichten, eben das auch zu verändern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ich bin immer interessiert an einer sachlichen Auseinandersetzung mit Ihnen. Aber wer im 21. Jahrhundert, 27 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, in einem System der sozialen Marktwirtschaft noch von einem kapitalistischen Wirtschaftssystem spricht, von der Hinnahme jedweder Arbeitsbedingungen und dem Mangel an Arbeitsplätzen, dann kann ich das bei bestem Willen nicht ernst nehmen. Vielen Dank. Liebe Kollegen, es sind genügend freie Stühle hier in diesem Hohen Haus. Ich bitte Sie, sich hinzusetzen und nicht hier rumzustehen. Können wir die Kollegen vielleicht, liebe Kollegen, können Sie sich bitte hinsetzen? Das ist hier kein Stehparlament, sondern jeder hat einen Platz. Der Kollege Dr. Matthias Bartke ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wurde gesagt, die Sanktionsquote bei Hartz-IV-Empfängern liegt seit Jahren konstant bei 3%. Meine Gespräche mit Jobcenter-Mitarbeitern haben mir gezeigt, dass niedrigschwellige Sanktionen durchaus helfen können, eine Mitwirkung einzufordern bei den Betroffenen. Und zwar dort, wo sie bislang nicht da ist. Aber ich betone, niedrigschwellige Sanktionen. Daher sage ich, das Prinzip des Fördern und Forderns ist sinnvoll. Aber wir sehen, dass dieses Prinzip in eine immer größere Schieflage gerät. Viel zu oft geht es nur um das Fordern und nicht um das Fördern. Deshalb fordert die SPD eine Weiterbildungsoffensive. Wir wollen das Fördern wieder großschreiben, auch außerhalb des Hartz-IV-Systems. Dafür brauchen wir ein Recht auf Weiterbildung. Wir müssen schon im Voraus verhindern, dass jemand überhaupt länger arbeitslos wird. Die SPD fordert für die Dauer der Weiterbildung ein neues Arbeitslosengeld Q. Arbeitslose müssen für die Dauer der Weiterbildungsmaßnahme länger im ALG-1-Bezug bleiben, und wir wollen die Arbeitslosenversicherung auch insgesamt stärken. Nach unserer Auffassung müssen die Menschen künftig Arbeitslosengeld erhalten, und zwar, wenn man innerhalb von 3 Jahren mindestens 10 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Derzeit muss man in kürzerer Zeit länger beschäftigt sein. Und, meine Damen und Herren, wir leben in einer Wissensgesellschaft. Deshalb brauchen wir für jeden Arbeitnehmer ein Chancenkonto. Für welche Weiterbildungsmaßnahme dieses Chancenkonto dann genutzt wird, das kann jeder Arbeitnehmer dann ganz persönlich entscheiden. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt davon, dass allein diese Maßnahmen deutlich mehr helfen als die pauschale Abschaffung sämtlicher Sanktionen bei Hartz IV, wie sie die Linkspartei fordert. Aber, und das will ich auch deutlich sagen, wir sind keineswegs der Auffassung, dass das Sanktionsregime bei Hartz IV gut ist.
Die meisten Sanktionen werden derzeit wegen Meldeversäumnissen verhängt und nicht wegen der Ablehnung von Arbeitsangeboten. Und ich sage Ihnen, fast alle Arbeitslose wollen unbedingt wieder arbeiten. Und daher gilt, wenn Sie beispielsweise eine fristgerechte Meldung verpassen, dann liegt das nicht an der mangelnden, Motivation. Und wo dann doch diese Motivation fehlt, dann sind es oft echte Probleme, die vorliegen. Und dann sage ich Ihnen, können scharfe Sanktionen genau das falsche Instrument sein. Da ist häufig, in solchen Fällen hilft in aller Regel ein Sozialarbeiter deutlich besser. Dann leuchtet immer der Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, wir sehen überhaupt keinen Vorteil darin, besonders scharfe Sanktionierungen bei den unter 25-Jährigen zu machen. Ich glaube, dass man damit die Türen eher zuschlägt, als dass man sie öffnet. Mein Bürgermeister, der frühere Arbeitsminister Olaf Scholz, sagt in solchen Fällen immer, wir dürfen keinen von den jungen Menschen verlieren. Vor ihnen liegt das komplette Berufsleben und wir fordern die beste Startchancen für die jungen Menschen und keine harten Komplettsanktionen. Genauso, meine Damen und Herren, ist die SPD strikt gegen die Kürzung bei Kosten der Unterkunft. Und Frau Kipping, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie meine Ausführungen aus der letzten Debatte zu dem Thema noch mal deutlich zitiert haben. Unsere Position ist in diesem Bereich ganz klar. Wir sind der Auffassung, dass Sanktionen, wenn sie verhängt werden, dafür sorgen sollen, dass die Arbeitslosen an ihrer Situation, an der Verbesserung ihrer Situation mitwirken. Und ich sage Ihnen was. Wenn die Sanktion bewirkt, dass ein Arbeitsloser obdachlos ist, dann hat sich aber jede Mitwirkung von selbst erledigt. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von der AfD-Fraktion. Nö, ich bin ja schon fast am Ende. Meine Damen und Herren, selbst bei bestmöglicher Aktivierung und Unterstützung, es gibt Langzeitarbeitslose, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt keinen Fuß mehr fassen können. Und Frau Schimke, wenn Sie sagen hier, dass niemand heutzutage arbeitslos sein muss, dann frage ich Sie, wo leben Sie? Es gibt Menschen, die finden auf dem Arbeitsmarkt ganz einfach keinen Tritt mehr. Und deswegen finde ich es auch ganz großartig, dass Sie, und Michael Gerdes hat es eben schon gesagt, dass wir im Sondierungspapier einen sozialen Arbeitsmarkt für 150.000 Menschen verabredet haben. Das heißt, wir werden in der Zukunft nicht mehr die Arbeitslosigkeit finanzieren, sondern Arbeit und Teilhabe. Liebe Union, ich freue mich, dass Sie Ihren ewigen Widerstand gegen den sozialen Arbeitsmarkt aufgegeben haben. Für die Langzeitarbeitslosen in Deutschland ist das eine wirklich gute Nachricht. Und ich habe die Hoffnung, dass wir in dieser Wahlperiode auch bei Sanktionen auf eine solche Einsichtsfähigkeit bei Ihnen setzen können. Ich bedanke mich. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Matthias Bartke war das für die SPD. Als letzter Redner jetzt in dieser Debatte zu Hartz-IV-Sanktionen Max Straubinger von der CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben da gleich zu Beginn der Legislaturperiode den immerwährenden Antrag letztendlich der Linkspartei wieder zu beraten, nämlich Sanktionen bei Hartz-IV bzw. Leistungseinschränkungen in der Sozialhilfe abzuschaffen. Dies haben wir, die Frau Kollegin Kipping hat es ja auch gesagt, am 06.06.2014 bereits mal abgearbeitet, das Thema. Und na gut, also Kollege Birkwald, da müssen Sie aber auch dran denken, dass die damals erfolgte Anhörung ein eindeutiges Bild ergeben hat, nämlich für die Beibehaltung von Sanktionen und nicht gegen oder nicht für die Abschaffung, sondern Sie haben Ihr Ziel auch unter dem Gesichtspunkt der gesamten Wissenschaft und alles, was aufgefahren worden ist, sozusagen nicht erreicht, Ihren Antrag damit also substanziell zu untermauern. Und da ist es mitentscheidend, dass wir hier im gerade genommen im dem Grundsatz fördern und fordern, hier letztendlich auch über Sanktionen nicht hinwegkommen. Und das bedeutet, und es wird ja sehr maßvoll umgegangen, verschiedene Redner, Pascal Kober hat es ja bereits auch verdeutlicht, nur bei 3% werden überhaupt Sanktionen mit ausgesprochen. Und jetzt sage ich mal, wenn jemand in Hartz-IV-Bezug ist,
dann hat er auch die Pflicht und Schuldigkeit, zumindest Termine einzuhalten und, wenn es geht, die Angebote der Bundesagentur für Arbeit auch mit zu übernehmen und dementsprechend anzutreten. Und wir haben ja die Chancen auf den Arbeitsmarkt. Die Kollegin Schimpke hat ja darauf hingewiesen, wenn wir jetzt im Januar eine Arbeitslosigkeit, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 27 Jahren zu verzeichnen haben, wenn wir 200.000 weniger Arbeitslose haben als wie im Januar 2017, wenn wir 736.000 offene Stellen gemeldet haben bei der Bundesagentur für Arbeit, dann gibt es die Chancen. Und das bedeutet, dass die Mitwirkungspflicht von Hartz-IV-Empfängern einfach gegeben ist, ihre Bedürftigkeit, wenn es geht, zu beenden und damit in Eigenverantwortung auch wieder ein Leben bestreiten zu können. Und im Besonderen natürlich dann für Familien und in besonderer Weise in der Verantwortung auch gegenüber den Kindern. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rosemann zu. Ja. Wo ist der? SPD-Fraktion. Also, draußen. Herr Kollege Straubinger, Sie haben ja auf die Sachverständigen verwiesen. Können Sie mir denn einen einzigen Sachverständigen außer dem Herrn Seehofer über die Bild-Zeitung nennen, der das verschärfte Sanktionsrecht für unter 25-Jährige noch für richtig hält? Ich halte es für richtig. Ganz einfach. Denn es ist ja besonders, Jugendliche heranzuführen, hier auch in Verantwortung zu bringen. Das gehört mit dazu und deshalb ist es richtig, hier verschärfte Sanktionsregeln auch mit anzuwenden. Und es hat sich auch bewährt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn jetzt immer fabuliert wird, ob die Sanktionen verfassungswidrig seien, also warten wir es ab, was die Gerichte dazu entscheiden. Also ich bin überzeugt, dass die Verfassungsmäßigkeit auch gegeben ist. Aber ich sage auch ganz offen, wir müssen in der neuen Legislatur darüber vielleicht Überlegungen anstellen, wie wir Sanktionen vielleicht zukünftig mehr in Pauschalbeträgen und Sonstiges also auch mit dann tätigen können. Also da bin ich mit überzeugt, dass wir dementsprechend also auch neue Antworten zu finden haben. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es kann nicht sein, dass sich jemand sozusagen ein Recht auf Faulheit herausnehmen würde. Das ist wäre eine Überforderung letztendlich der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und wenn hier dargelegt worden ist, dass ja auch Niedrigeinkünftsbezieher hier Sozialabgaben zu leisten haben, dann ist es gerade in Verantwortung gegenüber den hart arbeitenden Menschen, die vielleicht nicht einen hohen Verdienst haben, ist es eine Pflicht und Schuldigkeit des Hartz-IV-Beziehers, auch seine eigene Arbeitslosigkeit zu beenden und einen Beitrag dazu leisten. Herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit. Max Straubinger war das, meine Damen und Herren, der letzte Redner in dieser Debatte zum Thema Hartz IV. Wer wollte, konnte hier durchaus Unterschiede hören zwischen den beiden Fraktionen, die auch in Zukunft die Große Koalition tragen sollen, zwischen der Union und zwischen der SPD. Nun, wie hat Ralf Stegner gesagt, es ist keine Liebesheirat, sondern eine Abschnittspartnerschaft, eine Lebensabschnittspartnerschaft. Das hat sich in dieser Debatte bereits gezeigt.